Bratte für Gröf heißt dieses Verkaufspferd von Bockholzhof. Ein 8-jähriger Wallach, dunkelbraun, ganz niedlich. Schöne lange Mähne hat er, das sieht man auch gleich noch im Video. Und er ist ein Naturtöter, viergängig veranlagt eben, aber mit definitiv dem Hauptaugenmerk auf dem Tölt. Den kann er vom langsamen bis ins gut mittlere Tempo laufen. Traben tut er auch, so ganz ordentlich, ist aber jetzt nicht so ganz seins. Galoppieren kann er sehr schön in dem Weichen, sehr komfortabel zu sitzen im Galopp, langsam und schnell, wie man es möchte. Er ist vom Temperament her im oberen mittleren Bereich anzusiedeln, ein freundliches Pferd, der wenig in der Gegend herumschaut, gut bei seinem Reiter, ist sich ordentlich konzentriert, auf jeden Fall ein Pferd, was sehr viel Spaß macht zu reiten, der immer flott vorangeht, sich aber auch treiben lässt und im Maul auch nicht zu sensibel ist. Brathöhe ist ein Spaßpferd für groß und klein, vielleicht nicht für den Totalanfänger, aber auch etwas ungeübtere Reiter fühlen sich auf Brathöhe wohl. Immer wenn wir unsere Videos machen, sind die Pferde ja das erste Mal in der Ovalbahn. Das ist auch hier der Fall und man kann ganz gut sehen, dass er hier tatsächlich wenig rechts und links schaut und auch keine Angst vor Dingen hat. Hier sieht man ihn gleich schon im flotten Tölt. Später auch noch im Tölt mit einer Hand und man kann auch sehen, dass man im Trab und Galopp die Zügel tatsächlich loslassen kann. Also ein Spaßpferd mit schicken Bewegungen und hübsch ist er auch noch dazu. Ein Freizeitpferd für den gehobenen, ambitionierten Freizeitreiter, der auch Lust hat, etwas mehr mit seinem Pferd zu machen. Wenn euch der Brathöhe gefällt, dann meldet euch gerne bei uns. Die Daten dafür findet ihr gleich oben rechts im Video und bis dahin noch ganz viel Spaß mit Brathöhe Flo Gröf.